So, ich mache da mal sinngemäß weiter, wo ich eben stehen geblieben bin. Im Grunde genommen wäre es sehr viel sinnvoller, wenn wir uns darauf einstellen würden, dass wir im Grunde genommen eigentlich die Agenda der NWO, die Planung, so wie sie momentan besteht, nicht wirklich effizient aufhalten können und uns vielleicht schon mal mit dem Gedanken anfreunden, dass diese Weltregierung, so wie sie geplant ist, irgendwann auch Wirklichkeit wird und dass es dann tatsächlich zu diesen Säuberungen kommt, die ich im letzten Video erwähnt habe. Die USA zumindest bereitet sich ganz real darauf vor. Es ist also es ist kein Geheimnis mehr. Es ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr Verschwörungstheorie. Ich würde mal einfach behaupten, dass vor einem Jahr noch das Bild in Amerika zum Thema Verschwörungstheorie etwas anders ausgesehen hat. Ich würde mal behaupten, also ich habe heute ein Video gesehen, da hat Fox TV ja, finsterste Verschwörungstheorien besprochen. Und zwar in einer Talkrunde. Ja, und das wird jetzt schon im amerikanischen öffentlichen Fernsehen gebracht. Es ist also nichts mehr, was irgendwie Tabuthema wäre. Nein, man ist mittlerweile ganz offen an die Öffentlichkeit getreten. Man versteckt es auch gar nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nehmen wir mal an, das kommt sowieso. Dann wäre es doch sehr viel sinnvoller, wenn wir mit all unseren Aktionen oder mit all unseren Streben uns einfach darauf vorbereiten würden. Und dann, denke ich, würde die Arbeit doch ganz anders aussehen. Ja? Also, okay, Aufklärung auf der einen Seite okay, aber ich denke, der Aufklärung ist eigentlich schon Genüge getan, weil alle Informationen sind im Internet frei verfügbar. Jeder, der sich dafür interessiert und der es wissen will, muss nur richtig suchen. Er braucht nur ins Internet zu gehen und die Suchmaschinen richtig zu bedienen und dann ist es schon kein Problem mehr. Deswegen denke ich, das Material ist da und man kann von Zeit zu Zeit gucken, ob hier und da was gelöscht wurde. Es wird ja fleißig aufgeräumt im Internet. Beispielsweise sämtliche Veröffentlichungen von Rick Clay sind gelöscht worden. Ich habe ein paar Sachen gesichert. Wer Interesse hat, der kann sich bei mir melden. Dem schicke ich dann die Sachen zu. Da geht es um Olympia 2012. Und ja, ich denke, die Arbeit dann, wenn man das so annimmt, wäre eigentlich eher eine Geheimdienstaktivität. Und zwar im klassischen Sinne. Ja, also ich denke, dann könnte man sich eigentlich ansehen, was hat die P13 gemacht in der Schweiz. Das war ja diese Geheimarmee, die damals gebildet wurde für den Fall der Fälle, dass die Schweiz von einer feindlichen Armee eingenommen wird, dass man dann ja, sich praktisch schon mental darauf vorbereitet und dann auch schon die passende Antwort dazu hat. Und dann hat man sich da in Gebirgszügen ein Hauptquartier geschaffen und hat eine Infrastruktur gelegt für eine spätere Guerilla. Weil Guerilla nennt sich das dann. Man müsste dann so kleine mobile Einheiten bilden, die sozusagen nach einer Hit-and-Run-Taktik die Anschläge ausführen. Man bräuchte als Numero Uno Hacker, die Infrastrukturen lahmlegen können, bevor die Angriffe ausgeführt werden. Also es müsste schon alles richtig gut koordiniert und geplant ablaufen. Das hat die P13, denke ich, eigentlich ganz gut geplant. Also ich habe mir die Berichte hier angesehen. Und ich denke, so müsste eigentlich die Anti-NWO-Widerstandsarbeit aussehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich denke, dass diese Videos, die wir hier machen, zum einen werden wir belächelt. Alle Leute halten uns für Spinnern. Was bringen die schon? Also ich stelle mir einfach die Frage, wie effizient ist das, was ich hier mache? Ich weiß jetzt auch letzten Endes nicht, wie viele Leute von den 100.000, die mich bisher jetzt schon gesehen haben, ich wirklich erreicht habe. Kann ja auch sein, dass die Hälfte sich einfach nur gedacht hat, mein Gott, was ein armer Spinner. Ne? Das weiß man nicht. Ne? Und im Grunde genommen, die Videos gleichen sich alle. Also passiert eigentlich nur, dass immer wieder zum gleichen Thema ein neues Video rauskommt. Und ein noch besseres, und ein noch besseres vielleicht. Also es gibt einen Rennen dahingehend, wer die besten Videos macht vielleicht. Ja, also wer die schönsten Videos zusammenstellt, dann gibt es auch jetzt die Musikrichtung. Also Hip-Hop hat die NWO entdeckt. Finde ich auch gut, also finde ich sehr gut, weil ich kann jetzt wieder was mit dieser Musik anfangen. Aber wie gesagt, hält es die NWO auf? Ich denke, nein. Also ich denke, dass das nicht der Fall ist. Ich denke, dass die Arbeit der Desinformationsagenten an diesem Punkt aufgegangen ist. Leute wie Alex Jones, wie David Icke und andere Projekte wie Camelot Project und ich weiß nicht was, haben es erfolgreich geschafft, uns in eine falsche Richtung zu lenken, in eine ineffiziente,
nicht effektive, nicht nützliche, nicht sinnvolle Richtung. Denn wenn wir davon ausgehen, dass die NWO irgendwann Wirklichkeit ist, ja, welchen Sinn macht es dann, sich jetzt zu outen, sich zu markieren und zu sagen, hier, ich bin dagegen, holt mich ab? Macht eigentlich keinen Sinn. Und ich bin gestern wirklich aufgewacht, als ich gesehen habe, ey, die haben da einen 26-jährigen jungen Mann aus dem Weg geräumt. Und ich war wirklich einen ganzen Tag auf dem Forum. Ne? Das war das Forum von David Icke. Da habe ich, das war das Forum auch, wo dieser Rick Clay auch häufig war und jeden Tag seine Posts gemacht hat. So wie ich jeden Tag meine Videos mache, so hat jeden Tag er seine Posts gemacht. Und er hatte da auch eine Menge Leute und irgendwann hat ihn dann ein Internet-Radio-Programm eingeladen und danach ist es passiert. Ja, er hat dann also praktisch seine Gedanken dort kundgetan. Das ging über 2 Stunden und ich muss sagen, das war nicht eine Sekunde vergeudete Zuhörenszeit. Ganz anders als bei Leuten wie Bill Ryan oder was weiß ich was, die nur Schrott erzählen. Er hat wirklich von A bis Z vernünftig geredet und begründet. Also es war wirklich sehr brillant. Und die haben den aus dem Weg geräumt. Ja, das würde letzten Endes bedeuten, dass kommt jemand diesen Leuten wirklich effizient, effektiv zu nahe und trifft einen Nerv, wird er sowieso umgebracht. Und ja, wie gesagt, also ich denke, ihr merkt schon so langsam, was so bei mir im Kopf sich dreht. Ja, und ich weiß es nicht. Ne? Also, ihr seht selber, ich habe gestern gesagt, ich will keine NWO-Videos mehr machen. Ich beschäftige mich aber noch mit dem Thema und ich denke, solange es noch in meinem Kopf ist, wird es auch immer wieder dazu kommen, dass ich Videos dazu mache. Aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen den Glauben an die Effizienz dieser Sache verloren. Ich habe vor einem halben Jahr noch fest daran geglaubt, dass man mit Hilfe der Masse der Leute eine Welle erreichen kann, die irgendwann so gewaltig wird und so stark ist wie ein Tsunami, diese ganzen Leute einfach wegspült. Ja? Aber es hat sich herausgestellt, dass ich mit meinen Vermutungen falsch gelegen habe. Ich habe angenommen, dass sich der Erfolg des Kanals, so wie er im August stattgefunden hat, dass er sich exponentiell nach oben hin steigern wird und ich Weihnachten nicht 300 Abonnenten habe, das war mein unteres Maß, ich hatte eigentlich mit 3000 gerechnet und dann weiter exponentiell. Und dann hatte ich ja eigentlich vor, einen Verein zu bilden, dann die Leute mit nach vorne zu holen, dass die wiederum aktiv werden und immer mehr nach vorne zu holen und immer mehr Aktivisten zu machen, die alle selber das Gleiche tun, was ich tue und immer mehr und mehr und mehr und mehr und dann in die Welt hinaus und also praktisch so eine Art Schneeballeffekt damit zu erreichen. Ich habe wirklich daran geglaubt, dass das funktionieren kann. Ich habe auch daran geglaubt, dass man alle Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, vereinen kann, dass man eine Einheit, eine starke Armee dagegen setzen kann. Ich habe ja die Reden von General Stubblebine gesehen. Er hat auch Sun Tzu erwähnt, also wirklich moderne Kriegsführung. Zwar altchinesisch geplant, aber modern heute immer noch ausgeführt, in der Theorie zumindest. Ja, und aber wie gesagt, das hat sich gewandelt. Ich habe in der Zwischenzeit festgestellt, zum einen geht man von viel zu idealisierten Voraussetzungen aus. Die Leute haben unterschiedliche Motivationen, wenn sie sich hier in dieser Szene bewegen. Nicht jeder glaubt das, was der andere glaubt. Zum Teil hat man ziemlich unterschiedliche bis gegensätzliche Überzeugungen. Und es ist nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Und hauptsächlich besteht die Aktivität der Anti-NWO-Szene ja eigentlich darin, sich gegenseitig Videos, Material und Informationen zuzuschicken, sich darüber auszutauschen. Und ja, da in diesem Bereich halt Neues zu erfahren. Aber die Frage ist, befriedigt man damit nicht eigentlich nur seine persönliche Neugier? Ist das nicht eigentlich nur Futter fürs Ego? Macht es einen Sinn für die Ziele, die man eigentlich postuliert? Und da muss ich sagen, bin ich mittlerweile nicht mehr der Meinung, dass hauptsächlich die Betonung hier auf aufklärende Arbeit gelegt werden soll. Ich denke, die Betonung sollte jetzt langsam aber sicher dazu übergehen, Strukturen zu bilden, und zwar Infrastrukturen. Infrastrukturen, die man im Notfall aktivieren kann, die dann funktionieren und Vorbereitungen treffen. Denn ich denke, die werden sich nicht aufhalten lassen. Also es gibt zwar so bestimmte Anzeichen,